Im letzten Video haben wir die Grundlagen geschaffen, damit man seine Büroprozesse erfolgreich digitalisieren kann. Und in diesem Video wird es ganz konkret. Wir nehmen uns einen Büroprozess raus, der in den meisten Betrieben vorkommt, nämlich das Thema Belege und Buchhaltung. Insbesondere die Eingangsbelege, die Lieferantenbelege, kommen ja oft noch mit Papier und werden dann bearbeitet. Und wie man das jetzt genau digitalisieren kann, das schauen wir uns jetzt genauer an. Los geht's! Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Was Sie jetzt hier sehen auf dem Bildschirm, das ist die Prozessmanagement Suite Adonis in der Community Edition. Die ist kostenlos, kann man sich überall anmelden und damit auch arbeiten. Aber letztendlich können Sie auch jedes normale Whiteboard nehmen und mit Klebezetteln arbeiten. Das macht also überhaupt nichts. Was wir tun werden, wir gehen jetzt einen Prozess ganz konkret durch und sehen uns an, wie wir den digitalisieren können. Im letzten Video sind wir auf die Grundlagen eingegangen und in diesem Video wird es jetzt sehr konkret. Ein Prozess, den so ziemlich alle Unternehmen haben, ist das Thema Lieferantenrechnungen managen und danach die Belege zum Steuerberater bringen für die Buchhaltung. Ich unterstelle jetzt mal, dass Sie ein Unternehmen sind, was die Buchhaltung nicht selbst erledigt, sondern ausgelagert hat an den Steuerberater, damit der die eigentliche Buchhaltung dann durchführt. Wir beginnen mit einem Startereignis zu modellieren und da ist in dem Fall die Lieferantenrechnung ist eingegangen. Und das Ende von dem ganzen Prozess ist wiederum so ein Kreis, allerdings mit so einem dicken Rand rum. Das nennen wir jetzt einfach mal Beleg liegt dem Steuerberater vor. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie eine Rechnung bekommen, meistens per Post. Und danach muss die ja irgendwie beim Steuerberater vorliegen. Und die erste Aufgabe, die wir letztendlich dann da haben, ist den Briefkasten leeren. Und damit Sie jetzt nicht dreinach anschauen müssen, was ich jetzt hier alles für eigentliche Aufgaben, das sind diese blauen Kästchen, alle dreinach modelliere, habe ich das mal für Sie vorbereitet. So, ich habe das jetzt für Sie vorbereitet, den Prozessablauf, wie er in vielen Unternehmen vorkommt. Die Lieferantenrechnung ist zugestellt, eine Assistenz, das ist jetzt hier diese Schwimmbahn, die wir da haben, leert den Briefkasten, der Brief wird geöffnet und mit dem Eingangsdatum gestempelt. Dann wird die Lieferantenrechnung formal geprüft, also zum Beispiel passt die Firmierung, sind die Steuernummern richtig, vor allem wenn man was im Ausland bestellt hat, dass die Umsatzsteueridentnummer angegeben ist, damit man umsatzsteuerfrei einkaufen kann. Ist die Rechnung korrekt, dann geht es entsprechend weiter, ist die Rechnung formal nicht korrekt, dann muss man das mit dem Lieferanten entsprechend klären. Gut, wenn die Rechnung korrekt ist, geht es zu unserem Chef. Der prüft die Lieferantenrechnung sachlich, das heißt, wurden die richtigen Mengen und die richtigen Preise auf der Rechnung ausgewiesen. Ist die Rechnung korrekt, gibt es ans Online-Banking sich anmelden. Dann wird entsprechend die Rechnungsinformation ins Online-Banking übertragen. Das macht es in dem Fall die Frau vor unserem Chef, die Unternehmergattin. Die Zahlung wird freigegeben. Die Zahlungsinformation, dass es bezahlt wurde, wurde mit dem Datum auf die entsprechende Rechnung draufgeschrieben. Und dann wird der Beleg in Papierform in den Belegordner abgeheftet. Und am Ende des Monats oder am Beginn des nächsten Monats wird der Belegordner zum Steuerberater gefahren und der Beleg liegt dem Steuerberater entsprechend vor. Natürlich kann man auch mit der Post schicken den Ordner, aber ich kenne es aus vielen kleineren Betrieben, dass der Steuerberater in der gleichen Stadt und dann wird er halt schnell vorbeigefahren, meistens an einem Freitagabend oder sowas und wird noch entsprechend abgegeben. So war jetzt der Prozess, wie wir ihn analog durchführen. Zum Thema Lieferantenrechnung sachlich prüfen habe ich noch eine Anmerkung. Und zwar viele Chefs lassen sich ja die entsprechenden Rechnungen vorlegen, um zu schauen, ob die Mengen und die Preise passen, die auf der Rechnung draufstehen, damit man dann entsprechend danach bezahlen kann. Wenn aber jetzt kein geprüfter Lieferschein vorliegt von Ihrem Wareneingang, gegen die Sie die Rechnung halten können, um damit zu vergleichen, wurden alle Positionen, wie sie auf der Rechnung stehen, eigentlich auch in der entsprechenden Qualität angeliefert, also ohne Mängel zum Beispiel und in der richtigen Menge, dann tun sie sich entsprechend schwer, die Rechnung wirklich sachlich zu prüfen. Gut, die Preise, die können Sie entnehmen aus einer Bestellbestätigung zum Beispiel von Ihrem Lieferanten. Da sind dann die Preise meistens ausgewiesen. Aber ob die Mängel wirklich passen, dazu brauchen Sie tatsächlich einen geprüften Lieferschein. Und viele Chefs, die ich kenne, lassen genau diesen Schritt weg, dass sie den Lieferschein sich anschauen, der von ihren Mitarbeitern in der Warenannahme wirklich durchforstet und geprüft worden ist, sondern schauen sie halt die Rechnung entsprechend an und sagen, ja, passt schon. Aber dieses ja, passt schon ist eigentlich eine Bauchgefühlprüfung, die können sich dann eigentlich auch sparen. Gut,
Ich habe jetzt noch ein paar weitere Informationen angegeben. Das ist hier unten auf diesen Stickies zum Beispiel. Wenn jetzt der Brief in den Briefkasten vom Postboten eingeworfen wird, dann wartet der vielleicht so im Schnitt 2 Stunden im Briefkasten, bevor der Briefkasten geleert wird. Wenn also in der Früh morgens der Briefbote irgendwann kommt, der Postbote, bis dann die Assistenz wirklich dann irgendwann mal vorbeiläuft und den Briefkasten aufmacht, das kann ein Stück weit dauern. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen den Schlüssel, wir haben den Weg zum Briefkasten, wir haben den Brief selber, den wir entnehmen und wir haben ungefähr 5 Minuten Bewegung eben vom Arbeitsplatz zum Briefkasten und wieder zurück und haben nicht nur die Bewegung vom Mitarbeiter, sondern auch den Transport von dem Brief. Das sind also die Verlustarten nach den Lean-Verlustarten, das können Sie sich nochmal anschauen. Wir haben extra ein Video gemacht über die 8 meisten Verlustarten, die es eben so gibt im Unternehmen, da gehört eben Bewegung und Transport mit dazu. Wenn dann der Brief aufgemacht wird, braucht man einen Brieföffner, wir brauchen den Stempel für das Eingangsdatum entsprechend. Wir haben dann eine Lieferantenrechnung in der Hand, das erkennen wir ja eigentlich erst dann, wenn der Brief geöffnet ist und der Inhalt wirklich angeguckt worden ist. Und wir haben dann ungefähr 20 Sekunden, die wir brauchen, um den aufzumachen und zu stempeln vielleicht. Und das Ganze ist das Thema Überbearbeitung. Warum Überbearbeitung? Auch das ist eine Verlustart. Der Kunde braucht es eigentlich nicht unbedingt, ob Sie jetzt den Brief stempeln oder nicht. Also Ihr Kunde hat keinen Wert davon, ob Sie jetzt den Brief abstempeln oder nicht abstempeln. Das ist eigentlich eine Arbeitserleichterung für Sie selber, aber der Kunde müsste sie nicht notwendigerweise haben. Und wenn wir ihn fragen würden, ob er gewillt ist, mehr Geld für sein Produkt zu bezahlen, was er einkauft, nur damit Sie den Brief stempeln, dann würde er wahrscheinlich sagen, naja, nicht so recht. Gut. Wie geht's weiter? Wir haben für die formale Rechnungsprüfung vielleicht eine Checkliste, dass mir eben sagt, was sind so die Hauptpunkte, die ich drauf gucken muss. Also zum Beispiel, passt der Lieferant, passt die Firmierung, passt die Steuernummer. Das sind so typische formale Rechnungsprüfungskriterien. Das dauert vielleicht 1 Minute, sich das anzugucken. Und wenn es nicht passt, müssen wir zum Telefon greifen und entsprechend den Lieferanten anrufen. Das kann dann schon mal 10 Minuten dauern, bis man dem erklärt hat, was wirklich das Problem ist. Zum Beispiel, dass da die falsche Firmierung draufsteht, dass jetzt GmbH statt GmbH und Co. KG draufsteht oder irgendwie sowas in die Richtung. Wenn wir uns weiter ansehen, wie es dann geht, wir haben dann also einen entsprechenden, die sachliche Rechnungsprüfung. Dazu brauchen wir, wie schon eingangs erwähnt, eben den geprüften Lieferschein. Wir brauchen vielleicht auch noch eine Bestellung und eine Bestätigung, damit ich wirklich vernünftig eine entsprechende Prüfung durchführen kann. Das kann ungefähr 10 Minuten dauern, bis ich da bei längeren Rechnungen wirklich Position für Position durchgeprüft habe und vielleicht noch ein Häkchen dahinter gesetzt habe. Auch da wieder Lieferantenrechnung und 10 Minuten nachbearbeiten, wenn ich den Lieferanten anrufen muss, weil wieder irgendwas nicht gestimmt hat oder weil irgendwelche Produkte und Waren, die Sie eben eingekauft haben, vielleicht nicht so ordnungsgemäß geliefert worden sind, wie es eigentlich gedacht war. Dann das Anmelden beim Online-Banking. Sie brauchen dazu einen Browser. Sie haben oft auch so ein 2-Faktor-Gerät, sei es jetzt Ihr Telefon, wo dann irgendwelche Push-TANs gesendet werden oder vielleicht so ein Chipkartenlesegerät, wo Sie dann die TAN-Nummer eingeben müssen. Sie brauchen also auf jeden Fall noch ein weiteres Gerät. Dauert ungefähr 30 Sekunden, sich da entsprechend anzumelden. Und dann müssen Sie die ganzen Informationen ins Online-Banking übertragen, sprich 3 Minuten abtippen von den Informationen von Ihrem Beleg. Auch dann muss die Zahlung freigegeben werden, da braucht man wieder ein 2-Faktor-Gerät, dauert ungefähr wieder 30 Sekunden. Und das sind übrigens die 30 Sekunden, die tatsächlich wertschöpfend sind. Also die Zahlung wirklich durchführen, das sind die 30 Sekunden, die wirklich wertschöpfend sind im Sinne des Prozesses. Dann werden Zahlungsinformationen auf den Beleg geschrieben, dazu brauchen wir die Rechnung und den Stift und wir haben 30 Sekunden Bearbeitung, dass Sie einfach Ihren Zahlungsvermerk da drauf geschrieben haben. Aber auch das ist letztendlich was, was nur Ihnen intern hilft, was eigentlich der Kunde nicht wirklich gewillt ist zu bezahlen. Die Lieferantenrechnung wird im Belegordner abgeheftet, da brauchen wir also entsprechend die Rechnung und den Ordner und wir haben ungefähr 1 Minute Bearbeitung, bis es im richtigen Register eingeheftet worden ist. Dann wird der Ordner ins Fahrzeug irgendwann mal geladen. Und hier diese 360 Stunden Wartezeit kommt daher, wenn eine Rechnung am Anfang des Monats bei Ihnen eingeht und erst am Anfang des Folgemonats diese Belegordner zum Steuerberater gebracht wird, dann wartet die ja ungefähr 30 Tage. Wenn eine Rechnung am Ende des Monats bei Ihnen eingeht und am Anfang des Folgemonats zum Steuerberater gefahren wird, dann sind es ungefähr 2 oder 3 Tage vielleicht Wartezeit. Also im Durchschnitt den Mittelwert aus dem frühesten und den spätesten Wartezeiten kommen wir auf ungefähr 15 Tage und das sind halt diese 360 Stunden, die wir damit angenommen haben.
Und wenn wir das jetzt durchrechnen, dann haben wir eine Durchlaufzeit von 21.631,8 Minuten. Davon werden es 21,8 Minuten wirklich bearbeitet, wo also ein Mitarbeiter sich mit dieser Rechnung beschäftigt. Und Wertschöpfung war wirklich diese halbe Minute, das waren diese 30 Sekunden Zahlungsfreigabe wirklich bei der Bank. Und um jetzt die Grundlagen aufzugreifen vom letzten Video, wir haben natürlich hier auch einige Brüche drin. Wenn Sie sich jetzt hier anschauen, zum Beispiel beim Online-Banking anmelden und die Rechnungsinformation ins Online-Banking übertragen. Das ist so ein ganz typischer Teil. Da haben wir jetzt also einen Medienbruch, weil Sie von einem Papierformular, was Ihre Rechnung ist, die ganzen Daten händisch ist, endlich in eine Maske in Ihrem Webbrowser übertragen und abtippen. Das ist also ein ganz klassischer Medienbruch, der da ist. Und wenn Sie dann die Zahlungsinformationen, die Sie von der Bank haben, zum Beispiel einen Zeitstempel und wann Sie es gemacht haben, letztendlich wieder abschreiben auf Ihren entsprechenden Beleg, auf Ihre Lieferantenrechnung, dann haben Sie da wiederum einen Medienbruch drin. Und wenn wir sehen, dass ja teilweise elektronisch gearbeitet worden ist und teilweise eben nicht, dann ist das Ganze eben auch wieder so ein System und Medienbruch. Wie kann man jetzt diesen Prozess deutlich vereinfachen und besser gestalten? Auch dafür habe ich Ihnen jetzt wieder was vorbereitet, damit Sie nicht ewig warten müssen, bis ich das Prozessmodell aufgebaut habe. Wir haben hier wieder unsere Schwimmbahnen. Das erste oben ist ein Skript. Das ist also letztendlich ein kleines Programmchen, was gebaut worden ist, was automatisch läuft, was Ihnen hilft. Wir haben hier wieder unsere Bahn für unsere Assistenz. Wir haben die Unternehmergattin und wir haben den Steuerberater. Letztendlich ist der Chef hier in dem Prozess rausgefallen. Was passiert? Die Lieferantenrechnung wird Ihnen zugestellt per E-Mail und das Skript überwacht das E-Mail-Postfach und speichert, wenn eine Rechnung kommt und bestimmte Stichworte oder wenn eine E-Mail eingeht und bestimmte Stichworte enthält, zum Beispiel Rechnung oder Invoice oder solche Dinge, den Anlage direkt in einem Ordner. Und dann gibt es ein schönes kleines Programm, das heißt DATEV Belegtransfer. Das überwacht eben diesen Ordner, ob da neue Dateien drin gespeichert werden, und wenn das der Fall ist, dann lädt es diesen Beleg, zum Beispiel das PDF, direkt hoch in DATEV Unternehmen Online. Das ist eine Schnittstellensoftware, wo Sie Ihre ganzen Belege hochladen können und damit direkt an Ihre Steuerberaterkanzlei eben entsprechend weiterreichen. Das heißt, wir arbeiten dann in diesem Fall vollkommen elektronisch. Die Lieferantenrechnung wird dann in DATEV Unternehmen Online vorverarbeitet. Das bedeutet, Unternehmen Online erkennt also bereits die ganzen wesentlichen Merkmale wie den Geschäftspartner zum Beispiel und die entsprechende Bankverbindung von dem Lieferanten. Es erkennt die Rechnungssumme. Das funktioniert sehr, sehr gut. Man muss bei dem Vorverarbeiten eigentlich nur überprüfen, ob es richtig erkannt worden ist. Also das wird entsprechend markiert. Man sieht das, dann schaut man mal drauf und dann letztendlich kann man es dann in 99% der Fälle freigeben, weil diese Texterkennung wirklich hervorragend funktioniert. Danach wird dann die Rechnung über Unternehmen Online zur Zahlung vorbereitet. Das heißt, Sie stellen alle die Rechnungen zur Zahlung zusammen, die jetzt eben fällig wären oder wo eben entsprechend das Kontoabzug möglich wäre. Und dann gibt es einen Zahlungsvorschlag. In dieser Zahlungsvorschlag ist auch dann die Möglichkeit, wo dann die Unternehmergattin in dem Fall für ein Vier-Augen-Prinzip einfach die Lieferantenrechnung nochmal prüfen kann, ob das entsprechend passt. Wenn die Rechnung korrekt ist, dann kann sie die Zahlung freigeben. Und wenn die Rechnung nicht korrekt wäre, dann kann sie das entsprechend mit dem Lieferanten klären. Die notwendigen Belege für eine formale und für eine sachliche Rechnungsprüfung müssten dann eigentlich auch vorliegen, weil ja entsprechend die Bestellbestätigungen von Ihrem Lieferanten und auch die geprüften Lieferscheine sowieso da sein müssten. Ist die Zahlung freigegeben, auch über DATEV Unternehmen Online, da gibt es eine Schnittstelle zu den ganzen Hausbanken. Das kann man also mit entsprechend dann einem Klick wirklich freigeben. Man muss keine entsprechenden Daten mehr abtippen von einem Beleg zum Beispiel in einen Überweisungsträger oder ähnliches. Dann liegt dieser Beleg auch gleich dem Steuerberater vor und er kann es entsprechend weiterverarbeiten. Muss ich natürlich das hier runterziehen, damit es in der richtigen Schwimmbahn ist. So, jetzt haben wir das auch entsprechend den prozessgemäß nach der Modellierungskonvention in der richtigen Schwimmbahn für den Steuerberater. Was heißt jetzt dieser Prozess tatsächlich in Zahlen? Also, wir haben dieses E-Mail-Skript zum Beispiel und überwacht diesen Ordner im Laufwerk. Das dauert eine Sekunde, E-Mail geht ein, es wird entsprechend geprüft. Belegtransfer arbeitet auch wirklich sehr schnell. Innerhalb von einer Sekunde ist der Beleg hochgeladen. Dann ist es im Unternehmen Online, das ist die Software. Sie brauchen ungefähr eine Minute, um die Lieferantenrechnung vorzuverarbeiten, weil es wirklich nur darum geht,
zu überprüfen, ob die Texterkennung richtig gearbeitet hat. Also Sie müssen nichts abtippen oder sowas, es ist nur eine reine Überprüfung. Dann geht es weiter, dass Sie entsprechend die Rechnung über zur Zahlung vorbereiten. Das heißt, Sie klicken alle die Rechnungen an, die jetzt fällig wären. Auch da gibt es einen Vorschlag von Unternehmen Online und Sie können dann entsprechend in die Zahlungsliste übernehmen. Die Rechnungsprüfung entsprechend dauert 5 Minuten eben auch über Unternehmen Online, weil Sie alle Belege eben sofort mit zur Hand haben. Und dann können Sie auch entsprechend die Zahlung sofort freigeben innerhalb von wenigen Sekunden. Ich habe es hier 10 Sekunden angenommen. Das ist ein gemessener Wert, den ich ermittelt habe aus den entsprechenden Unternehmen Online Daten raus. Und damit wäre auch dann die Rechnung schon bezahlt. Und wenn wir uns das anschauen, die Durchlaufzeiten, sind wir hier bei 402 Sekunden. Wir haben auch tatsächlich 402 Sekunden dran gearbeitet und ungefähr 10% war dann die Wertschöpfung, nämlich tatsächlich die Überweisung selber von dem hier unten von der Zahlung. Das ist genauso wie beim anderen auch, aber es geht halt einfach schneller. Und wenn wir uns anschauen, dass wir von 21.631 Minuten auf 402 Sekunden oder jetzt mal bummelig 6,5 Minuten ungefähr runtergekommen sind, ist es eine dramatische Verbesserung, die Sie eben sehen können, wenn wir diesen Prozess tatsächlich digitalisieren. Und damit ist auch schon wieder recht klar geworden, man braucht also für die Digitalisierung von Büroabläufen tatsächlich einen Prozess, den man sich wirklich rannimmt. Ich möchte nicht also digitalisieren um des Digitalisierens willen, sondern die Aufgabe war ja wirklich, dass ich mir eben einen bestimmten Prozess rausnehme. Das ist eben das Thema Management von meinen Lieferantenrechnungen und da entsprechend dann eben die ganzen Schritte mir anschaue, was ist da zu tun, wie kann man das anders machen und mit der entsprechenden Software gut arbeiten kann. Schauen Sie sich das mal an, fragen Sie Ihren Steuerberater nach Dativ Unternehmen Online, vor allem auch mit der Verknüpfung zur Hausbank, das heißt EBIX. Ich habe das unten nochmal in der Videobeschreibung auch mit reingeschrieben. Das ist wirklich eine sehr, sehr hilfreiche Unterstützung für Sie bei der Digitalisierung von solchen Prozessen. Das war ein exemplarischer Prozess, damit Sie mal sehen, wie sowas funktionieren kann und was man dabei wirklich gewinnen kann. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn wir uns einen weiteren Prozess anschauen, den wir entsprechend digitalisieren. Da schauen wir mal, was wir mit den Kundenrechnungen machen können. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.